Hole Rö, willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir sind jetzt hier direkt vor der umgedrehten Pyramide. Die sieht schon sehr witzig aus, finde ich, ne? Vor allem vom Weiten, aber von Weitem wollen wir jetzt gerade gar nicht. Wir wollen da jetzt rein, das ist viel wichtiger. Wir haben schon vieles gemacht, damit sie überhaupt uns offen steht. Und wir müssen auch nur noch zwei Bananen sammeln hier. Das ist nicht viel. Zwei grüne Bananen, die hat man ganz schnell. Es sei denn, die wollen uns hier jetzt mal richtig was erzählen. Im Inneren der Kopfstandpyramide. Ich gucke mich erstmal ein wenig um. Nicht, dass wir lila Chips verpassen. Das wollen wir natürlich nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass er jetzt unser neuer Freund ist. Schon doof, dass sie uns immer genau das geben, was wir gerade brauchen, ne? Ding, ding, ding. So. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich hier hin. Genau. Das sah mir schon so aus, als wenn es da was geben würde. Okay. Da ist auch nichts mehr, da ist auch nichts mehr. Jetzt nirgendwo mehr was. Dann holen wir mal hier das Geld raus. Und lassen uns hiervon mal überhaupt nicht beirren. Ich finde es immer schön, wenn man hier auf 2D wechselt, ne? So, warum ist denn das da oben rot? Tut das weh? Nee, ach so, oh! Das ist ja krass. Ah, die haben sich immer so neue Sachen hier ausgedacht, ne? Ich finde das so gut. So. Ich versuche hier einfach mal runter. Ja, gut, man geht kaputt, aber man muss ja auch immer gucken, ob man hier irgendwo Geld noch kriegt, ne? Ja, tolle Wurst, jetzt soll ich das alles normal machen. Aber ist egal. Wenn man sagt, dass man im Spiel alles sehen möchte und alles erledigen möchte, muss man sich auch manchmal in den Abgrund stürzen. Es geht nicht anders. Da muss man auch schon mal Risiken wagen. So, hallo. Und hier haben wir das Geld direkt wieder raus. Gibt es eigentlich eine Statistik, wie oft man hier draufgegangen ist? Soll ja auch Leute gehen, die schaffen das ohne. Ich gehöre nicht zu dieser Gruppe von Menschen. Okay. Dass sie auch direkt auf 8-Bit wechseln hier bei der Musik, ne? Finde ich auch so klasse. Ah, da ist nur Geld drin. Man erhofft sich ja Besseres, ne? Als nur so ein bisschen Kohle. So. Heidewitzke. Das war ja jetzt auch schon machbar, ne? Ah, ja, ja, jetzt sind wir hier außen. Das ist ja geil. Und dann natürlich auch andersrum, Leute. Das ist... Ich finde, die hatten hier so viele gute Ideen in dem Spiel. Einige von euch würden jetzt wahrscheinlich sagen, dass es schon sehr basal ist, was hier passiert. Aber ich finde, man muss da auch gerne mal sagen, gut gelaufen. Hier ist noch eine Banane. Das ist ja geil. Mysteriöse Kopfstandmalerei. Wandmalerei. Krasser Scheiß. Jetzt haben wir ja fast alle. Jetzt fehlt uns nur noch eine. Jetzt komm, nimm. Nimm. Ich finde, die Geheimnisse sind aber bisher noch nicht so versteckt, dass man gar nicht drauf kommen kann. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und das war immer so mein Problem bei dieser Donkey Kong Returns Geschichte. Wo man überhaupt keine Ahnung hat, wo man ist. Also nie. Und da muss man irgendwelche Blumen umpusten und kriegt dann erst seine komischen Punkte. Das ist doch irgendwie demotivierend, oder? So, hier kann ich unendlich Geld farmen. Oder ich lasse das bleiben. Wollte schon sagen, irgendwie komme ich doch hier bestimmt drauf. Wenn hier solche Dinger sind. Ja. Okay, gut, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Bams. Okay, hier muss ich das hier vermutlich kaputt machen. Boing! Komme ich da jetzt schon durch? Ja. Ich destabilisiere das nochmal ein wenig weiter. Da ist es gut. Jetzt haben wir es geschafft. Okay. Yeah! Ah, das ist gut. Doppelt so viel Energie. Ich gehe mal davon aus, dass wir bald einen kleinen Bossfight hier auch haben werden. Deswegen ist es doch ganz gut, dass wir noch mit mehr Energie ausgerüstet werden. Okay, ich hole mir jetzt bitte einen frischen von denen hier. Ja. Ich finde es auch gut, dass man
am Anfang, wenn man den gerade kriegt, sich auch so ein bisschen hier orientieren kann. Okay. Das lief besser ab, als ich gedacht hätte. Okay, da will ich einfach mal alles an Geld haben. So, die knallen wir natürlich alle um. Hinterher verpassen wir hier noch was. Das können wir ja auch nicht gutheißen. Und ich drück noch mal hier auf Frontside-Kamera. Nö, hier gibt's nichts mehr. Tja, hätte ja sein können. Hätte da gerade so Stacheln in der Nase. Das sind so Sachen, die einem gar nicht auffallen, ne? Hier. Warte mal. Nee. Zoom. Hier. Okay. Das ist gut. Ja, mit Stacheln in der Nase hat er. Jetzt machen wir einen anderen Filter hier rein. Das sieht jetzt wirklich aus wie in so einem Abenteurerfilm, ne? Ah. Leider kein Foto gemacht. Weil den falschen Knopf gedrückt, aber ist egal. Ist egal. Jetzt sind wir oben. Und das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Aber diese Arbeit nehmen wir doch gerne mal an. Ich gehe jetzt einmal nochmal hier rum. Vielleicht ist hier ja noch was. Diese Bananenvögel haben uns doch bestimmt was zu sagen. Maddie, du verwechselst immer Donkey Kong mit Mario. Ja. Nee. Ich mache das so ein bisschen mit Absicht. Okay, hier die Fußspuren. Ist ja auch egal. Kann ich hier das Ding einfach kaputt machen? Nee, ich glaube, hier gibt es wirklich nichts. Ich gehe mal nach oben. Oh ja. Oh ja, die habe ich ja schon vermisst, die Boys hier. Ich suche den Ring der Einheit. Den hat der Chef sich schon gekrallt. Ihr armen Schnüffler, seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Das ist die Tante da unten rechts, ne? Genau. Was ist denn mit den Koopalingen passiert? Ah, okay. Die hat auch eine Mütze, die aus... Ah, okay. Die aus Eisen gemacht ist. Wahrscheinlich muss ich sie mit ihren eigenen Bomben hier abknallen. Oder ich versuche... Nee. So ist gut, ne? Aha. Okay. Jetzt weiß ich, wie es geht. Zumindest glaube ich zu wissen, wie es geht. Was ist mit ihr eigentlich los? Was hat sie geraucht, ehrlich jetzt? Ach, dann brennt das da noch nach. Das ist ja nicht so schön, ne? Kann ich das nicht einfach mal zeigen hier? Ja, doch, das geht auch. Okay, ohne Hut ist für dich auch nicht so gut, ne, Tante? Jetzt fängt sie wieder ihren UFO-Blödsinn an. Als wenn er was bringen würde. Ach, okay. Ja, dann macht die da ein Pentagramm. Gleich kommt hier der Teufel anmarschiert. Au! Okay, das war zu nah dran. Okay, das war doch gut. Letzter Treffer. Gewonnen! Starker UFO am Arsch! Yes! Ein Bananenrondell! Gut! Wie wunderschön. Machen wir gleich mal ein Foto. Und noch eins. Beste Fotos. Ein Multimond! Multimond! Ah, es war... Das war eigentlich schon gut. Ich finde, die Bosskämpfe sind auch sehr schön. Die machen Spaß. Sind auch nicht so, dass sie einen total abnerven. Sondern witzig eben. Okay, jetzt ist die Pyramide weg, oder? Nee, oh, das wäre geil, wenn die jetzt einfach umgedreht werden würde, ne? Das Loch in der Wüste. Boah. Jetzt gehen wir voll on Bermuda-Dreieck hier. Diese miese Brodal hat es uns echt nicht leicht gemacht, aber wir greifen uns weiterhin unsere Monde. Och, die Kopfsteinpyramide schwebt und es ist erheblich kälter geworden. Wabusa hier am Werk, der Kerl bringt uns immer nur alles durcheinander. Ach, genau. Das kommt, weil Nacht geworden ist, ne? Ich gehe jetzt erstmal neue Klamotten kaufen, weil rein nominell haben wir schon genug von diesen
Bananen hier, ich glaube, oder sind das die Bananen, die man braucht, um das Level abzuschließen und ins nächste Level zu kommen? Das kann natürlich auch sein. Da habe ich natürlich wieder jetzt Blödsinn erzählt. Dann gibt es hier ja noch mehr. Hier die Unabox, die müssen wir uns auch bald mal holen. Ultra bequeme, lässige Shorts, ein angesägter Fliegenpilz. Angesägt. Ja, die angesägte Fliegenpilzoptik. Wer kennt sie nicht? Okay, Kinder. Dann gehen wir jetzt mal. Was ist das denn? Wüstenlandsticker? Marimiauks die Statue. Kopfstand Pyramidenmodell. Nee, ich will jetzt das hier haben. Okay. Jetzt umziehen. Und kann ich das hier direkt... Hast du das nicht schon? Ja. Ich wollte dich vielleicht nur ein bisschen testen. Wir kaufen jetzt den Hut. Kann ich eigentlich alles kaufen? Ja, ne? Also ich... Ja, ja, ich weiß das. Schrank und so. Ihr seid schon gut. Danke, dass ihr mir da immer erzählt, was los ist. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Einfach nur so eine Schürze. Das ist ein Poncho, das ist keine Schürze. Dann machen wir hier die Kiste auf. Das ist geil. Kann ich das? Ey, Gringo, ich schlitz den Grinsen. Ich hab gerade den Hund hier gehauen. Mit meinem Hut. Ah ne, der tanzt mit mir. Das ist ja auch geil. Tanzen! Tanz, tanz! Dancing Doggo, yes! Puh. Okay. Ich habe das jetzt einfach nur gemacht in der Hoffnung, dass ich jetzt hier hinten in den Laden reinkomme. Weil die ja gesagt haben, nur in Stammestracht. Leg dich gehackt, wenn du doof aussiehst. Hier war ich schon überall. Ach, das ist... Das war mir jetzt gar nicht mehr bewusst, dass ich das auch kann. Krasser Schissen. Warte mal, wenn ich jetzt... Achtung! Ah! Wuhuhu! Ach, genau. Das ist ja voll gut. Ja. Es ist so... So unglaublich, wie sehr mich dieses Spiel immer wieder neu amüsiert. Genau, die gehen natürlich nicht kaputt. Das sind richtig dreiste Arschgeigen. Hallo, ich hab die Stammestracht. Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir und mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Fetziger Hut, check. Verrückter Poncho, check. Du bist der Party würdig. Hinein mit dir, mein Freund. Ja. Yeah. Jetzt. Einmal Wodka Cranberry. Ach genau, ich muss hier tanzen. Warum habe ich das eigentlich nicht vorher schon gewusst? Ist das nur für Fotos oder kann man hier auch wirklich was machen? Ah, nee. Das ist sehr geil. Also ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie noch so ein Musik-Minispiel machen, muss ich aber nicht. Ist ganz positiv, dass wir es nicht machen müssen. Darf ich nochmal? Okay. Das ist gut. Filter. Schwarz-Weiß, Kontrast, Zoom-Burst. Zoom-Burst! Oh, das ist gut hier. Das mache ich. Ach nee, ich muss ja den... Anzeigen, nicht anzeigen. So. So ist besser für Fotos, ne? Das ist auch gut. Ja, dann machen wir das mal wieder weg. Ich bin gerade... Pastell Silhouette. Comic, Aquarell, Ölfarben. Bleistiftzeichnung. Ölfarben ist auch gut. Ah ne, ich habe vergessen. So. So ist schöner. NES, Gameboy. Das ist ja geil. Die Filter sind ja sehr super. SNES. Kein Filter. Weiß noch damals, als Mario auf dem Super Nintendo Geige gespielt hat. Banjo, Gitarre, was auch immer. Nee, so. Zack. Das ist jetzt vorbei. Die Zeiten sind vorbei, wir singen hier nicht mehr. Aber wie kriege ich denn raus, ob ich wirklich alle Musik genommen habe? Also alle Musik auch noch, ne? Alle, jetzt sag schnell. Bananen. Guck mal, hier ist auch wieder eine Banane. Die habe ich vorher auch nicht mitgenommen. So viele? Jetzt sind wir schon dreireihig. Krass. Alles verpasst hier.
Der Turm ist jetzt ans Stromnetz angeschlossen. Als nächstes ist die Kopfsteinpyramide dran. Ist natürlich geil, wenn man sich hier schnell bewegen möchte, ne? Ich verprügel das Gemüse. Oh, das macht so Spaß. Yep. Aber hier gibt's doch noch sehr viele Dinge zu entdecken, die man nicht auf Anhieb so findet, ne? Wo ich am Anfang meinte, ja, man findet das ja eigentlich relativ gut. Nee, ist Quatsch. Solltest du dich verlaufen, geh einfach in die Richtung von dem großen glühenden Licht, ja? Ja. Und das ist auch erst nur der Anfang. Ich meine, das ist ja noch alles eingefroren. Es sind so viele Gegenstände hier, die eingefroren sind. Ach, boah, das geht auch? Krasser Scheiß. Hier geht so vieles. Wahnsinn. Bitte mach, dass ich es nicht bereue. Ja. Ja. Diese Nachtgeister hier, die sind schon böse. Okay, was erzählt ihr? Hallo, 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 hallo. Da unten scheint irgendetwas zu sein, aber ich traue mich einfach nicht hineinzuspringen. Wir trauen uns aber. Morgen. Also heute machen wir das nicht mehr, weil heute habe ich viel zu viel Angst. Heute, wirklich, ich habe schon Gänsehaut hier. Ist schon gruselig. Ist so sehr, sehr Akte X-mäßig hier, ne? Aber Mario auch mit freien Oberarmen, ne? Es könnte sein, dass ihm ein wenig kalt ist, aber das ist vielleicht ein Trugschluss. Also Leute, macht es gut. Bis morgen. Tschüss.